Moment. Wo ist die Königin hin? Sie kann nur hier im Reagenzglas sein, aber sie ist nicht hier. Ameisenfreundinnen und Ameisenfreunde, es war ein wunderschöner Tag. Ich kümmerte mich um die Ameisenkolonien und auch um unsere jungen Königin. Wir haben vor kurzem erst neue Königin gefangen und ihr konntet abstimmen, welche wir behalten. Dies habt ihr auch getan und am Ende haben wir 4 der 13 Königin behalten. Diese müssen jetzt natürlich auch gefüttert werden, um unsere noch sehr jungen Königin bei der Aufzucht der Kolonie zu unterstützen. Die erste Kolonie war Routine. Es handelte sich um eine unserer besonderen Königin, die noch ihre Flügel hatte. Dies ist ungefähr so, als hätte man ein Shiny-Pokémon gefangen. Und auch diese Königin soll gut versorgt werden. Ich gab der Kolonie eine kleine zerteilte Schabe und versuchte sie so wenig wie möglich zu stören. Aber irgendwie war etwas komisch. Irgendwie fühlten sich meine Hände seltsam an, als ich in den Schrank gegriffen habe. Ich dachte mir nichts dabei, aber ich sollte noch rausfinden, was das war. Aber weiter geht es zu der nächsten Königin. Ich schaute auch hier nach der Königin und... Moment. Ich schaute auch hier nach der Königin und konnte sie nicht finden? Aber wie kann das sein? Die Königin verlässt in der Regel nie das Nest. Ich suchte die ganze Arena ab, aber ich fand sie nirgendwo. Wie kann das sein? Ich war ziemlich besorgt und wollte schauen, ob die dritte Kolonie noch da ist und war etwas verwundert. Man sieht es ganz fein auf den Aufnahmen. Aber mit bloßem Auge war es gut zu erkennen. Es waren deutlich ein paar weiße Fäden zu sehen. Aber kann das sein? Nein, es kann doch nicht sein, oder? Ich checkte das vorherige Becken mit der fehlenden Königin aus und fand auch dort Spuren von diesem mysteriösen weißen Faden. Aber das kann ja eigentlich... Nee, oder? Kann es sein? Wenn es das ist, was ich denke, müsste man ja... Ich schaute mich um und es dauerte nicht lange, bis ich fand, was ich suchte. Aber ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich fand unsere Königin, aber sie hing von der Decke. Und direkt neben ihr war die, die für diese seltsamen Fäden zuständig war. Eine Spinne. Sie hatte die Königin gefangen? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Dies bedeutet, dass sie die Königin in ihrem Reagenzglas überrumpelt hat, gefangen und bis an die Decke des Regals transportiert hat. Was für eine Leistung! Aber sobald die erste Überraschung vorbei war, erfüllte sie mich auch mit Trauer. Die Königin befindet sich jetzt auch schon fast ein ganzes Jahr in unserer Obhut und wir haben uns dafür entschieden, sie von all den Kolonien zu behalten. Dass gerade jetzt sowas passiert, lässt einen überlegen, ob es nicht eventuell besser gewesen wäre, sie freizulassen. Aber klar, es ist traurig und die Königin sollte eigentlich bei uns in Sicherheit sein. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Und so sehr man sich auch bemüht, man kann die Natur nicht einsperren. Man wird immer wieder von ihr überrascht. Es verblieb mir, die jungen, verbliebenen Kolonien in Sicherheit zu bringen und der Spinne ihren Lauf zu lassen. Sie hatte sich ihre Beute erkämpft und wenn wir sie ihr nun wegnehmen würden, wäre die Königin umsonst gestorben. Mann, Mann, Mann. Das kam jetzt unerwartet. Ich glaube, sowas können die wenigsten berichten. Und es ist irgendwie schade und faszinierend zugleich. Wenn ihr keine solcher Erlebnisse verpassen wollt und sehen wollt, wo die Reise mit den Kolonien hingeht, dann drückt auf den Abonnieren-Button und werdet Teil der Kolonie. Ich freue mich über euch alle und wir sehen uns beim nächsten Mal.